Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Gothic 3 und wir gucken mal hier in die Höhle rein. Greif doch nicht an, oder? Nö. Zu schwer. Boah, nee, oder? Ah, hier sind auch noch Skelette drinne. Ja gut, gehen wir erstmal wieder zurück. Es wird sowieso gerade dunkel. Halt, wenn da noch Dings da ist, kann ich ihn ja looten. So, die Korndiebe dürften jetzt kein Problem mehr sein. Wäre man erstmal die freudige Kunde berichten. Die Korndiebe werden dir keine schlaflosen Nächte mehr bereiten. Sag bloß, du hast sie alle zum Teufel gejagt? Sie sind tot. Donnerwetter! Du hast ja richtig was drauf. Willst du nicht für mich arbeiten? Das habe ich schon getan. Ja, allerdings. Und du sollst es auch nicht umsonst gemacht haben. Ich werde dir den Sold zahlen, den meine Leute kriegen sollten. Aber versauf nicht gleich alles. Was ist mit den geklauten Weizensäcken? Bringen sie nach Montera. Zusammen mit den anderen hier auf dem Hof. Die Jungs warten bestimmt schon darauf. Der letzte Scheiß. Erzähl mir was über Marek. Er ist Orksöldner, genau wie ich. Marek ist unser Anführer hier in Montera. Er kümmert sich darum, dass hier nicht jeder tut, was er will. Möchte gern wissen, wie er das anstellt. Ich komme ja nicht mal mit den paar Leuten auf dem Hof hier klar. Okay. So, dann werden wir den ganzen Leuten erstmal Bericht erstatten hier. So, Sandford. Glaubst du wirklich,
Hier sind deine Weizensäcke. Na endlich. Hier ist etwas Gold für deinen Dienst. Hier sind deine Milchfässer. Du bist echt gut. Ich weiß. Na dann, hier ist dein Lohn. Was hältst du von deinem Anführer Marek? Marek ist ein Ork-Liebhaber. Schon im Krieg hat er mit ihnen zusammengearbeitet. Er steckt bis zum Hals im Arsch von Varek, dem Anführer der Orks. Seine Führungsqualitäten lassen zu wünschen übrig. Jeder kocht hier seine eigene Suppe und hat Dreck am Stecken. Ich mag Marek nicht besonders. Ein selbstgerechtes Arschloch. Okay. Ich denk darüber nach. Wenn du bei mir Waffen kaufen oder das Schmieden lernen willst, musst du dafür zahlen, Mora. Hier hast du Gold. Handelst du jetzt mit mir? Sag mir, was du willst. Zeig mir deine Ware. Die können wir auf jeden Fall weggeben. Und die weg, davon eins weg, alles klar, das ist durch. Wow, Flammenbeere bringt aber auch einen Haufen. Oh, wir haben sogar Goldbrocken. Ein großer Goldbrocken. Man kann daraus eine Menge Münzen machen. Die Felle verkaufen wir mal in ihn hier. Zeig mir deine Ware. So. Man muss eben aufpassen, was man so rum erzählt. Wenn er so weitermacht, wird das nie was. Das hätte er noch besser wissen müssen. Du solltest meinen Rat annehmen. Was hätte ich dir vorhin sagen können? Ja, 150 Stärke braucht man. Schwertmeister sind 200 Stärke. Möglich ist alles. 250. Also 300 Stärke
ist eigentlich das Maximum, was man bräuchte. Okay, da hält noch zusätzlichen Bogenschaden gegen Orks. 225, okay. Altes Wissen, Schmiedekunst haben wir 16. Wo haben wir denn Schmiedekunst hier? 50. Benötigte Schmiedekunst wäre... Ja, also 60 ist das höchste, oder? Ja. Sonstige Talente, Akrobatik erkennen. Weniger Fallschaden erkennen, durch einen hohen Sturz nicht sterben. Ausdauer. Resistenz gegen Kälte. Ja, Alchemie haben wir doch hier, 35. Ist das dein Ernst? Ja, Diebstahl, das muss ich halt noch lernen hier. Benötigte Diebeskunst, was haben wir da? 11. 60. 80, 100. Da ist 100 das höchste. Okay. Ich weiß, Mann, ich weiß. Wenn er so weitermacht, wird das nie was. Das hätte ich dir vorher sagen können. Davon will ich nichts wissen. Das kann jetzt schon passieren. Ist das dein Ernst? Ich muss eben aufpassen, was man sagen erzählt. Wegen der Söldner. Elber hat massive Probleme, seine Leute auf dem Kornhof anzuführen. Hm, du meinst, ich sollte ihn auswechseln? Das hast du gesagt. Richtig. Okay, ich werde darüber nachdenken. Gute Arbeit. Weiter so. Kann dir doch egal sein. Einige Probleme erledigen sich von selbst. Sandford hat nicht mehr sehr viel für dich übrig. Hat er das gesagt? Ja, war mehr als deutlich. Naja, solange er seine Arbeit macht, soll mir egal sein, was er von mir denkt. Wenn er so weitermacht, wird das nie was. Dieses faule Schwein schuldet mir immer noch den Erlös für seinen Hof. Sag ihm, er soll dir das Gold geben, sonst reiß ich ihm den Kopf ab, klar? Wenn er so weitermacht, wird das nie was. Bradley nimmt die Sklaven aus. Ich weiß. Die Sklaven zahlen Gold, um auf die Austauschliste zu kommen. Und dieses Gold drückt Bradley anschließend bei mir ab. Bist du dir sicher, dass du auch alles von dem Gold zu sehen bekommst? Nein, bin ich nicht. Ich müsste mir diese Liste mal ansehen. Kann dir doch egal sein. Am besten, du hältst dich da raus. Ich weiß, Mann, ich weiß. Einige Dinge werden sich niemals ändern. Okay. Freunde, dann haben wir die nächsten paar Aufgaben wieder... Für die nächste Folge. Wir nehmen ja erst auf. Wir haben erst angefangen mit Aufnehmen von einer Viertelstunde. Ich habe jetzt voll gedacht, wir sind schon wieder bei einer halben Stunde. Das haben wir jetzt erstmal 15 Minuten. Da geht es natürlich weiter. Also, ich halte die Folgen natürlich zwischen 20, 30 Minuten so in der Drehe. So wie immer halt. So wie ich es mit meinen Folgen halt immer mache. Wo geht's denn dahin? Bleibt ja nicht mehr viel. Ist ja jetzt im Endeffekt
Was haben wir hier? Keller. Wegen der Söldner. Hier ist Bradleys Sklavenliste. Sieht okay aus. Tja, Bradley scheint in Ordnung zu sein. Hier, für deine Mühe. Am besten du bringst Bradley die Liste gleich wieder zurück. Das ist ja toll. Wo ist das Problem? Du hast sie ihm einfach gestohlen, oder was? Ja, mein Freund, das ist dein Problem. Wenn das so einfach wäre. Ja, dann geben wir die eben halt wieder. Ah ja. Hier ist deine Sklavenliste. Was? Was wühlst du in meinen Sachen herum? Ich soll dir wohl das Fell über die Ohren ziehen. Am besten du hältst dich daran. Jetzt hast du deine Liste ja wieder. Ich glaub, ich will das Mach gar nicht das hören. Nicht noch einmal, sonst wirst du es bereuen. Einige Dinge werden sich niemals ändern. Am besten, du hältst dich da raus. Der letzte Scheiß. Das so nicht weiter. Ist das dein Ernst? So, bevor wir aber in die Arena gehen und kämpfen, machen wir nochmal ein Saving. Nicht, dass mir wir. Mach ich jetzt auch ja nach jedem Kampf oder so. Moin! Hat das Preisgeld hier jeder bezahlt? Was denkst du denn? Ohne Preisgeld kein Kampf. Ganz einfach. Du bekommst dein Geld zusammen mit meinem zurück, sobald du mich in der Arena besiegt hast. Hör doch auf. Hier hast du mein Preisgeld. Sehr gut. Willkommen in der Arena von Montera. Dann kämpf mit mir. Langsam, Börschchen. Ich bin hier der Champion. Vielleicht solltest du dich erstmal warm machen, bevor du mich herausforderst. Ich steige erst mit dir in die Arena, wenn hier kein anderer mehr gegen dich antreten will. Planlos? Was meinst du? Auf mich wirkst du recht planlos. Rennst hier rum, quatschst jeden an. Suchst du irgendwas? Ich suche einen Lehrer. Kannst du mir was beibringen? Ich denke schon. Ich kann dir den Griff in fremde Taschen und andere Dinge zeigen. Aber das musst du dir erst noch verdienen. Besiege mich im Kampf und ich bin dein Lehrer. Kämpfe mit mir in der Arena. Okay, dann werde ich mal meine müden Knochen in Bewegung setzen, was? Du hältst dich da raus. Hör bloß auf mit der Scheiße. Man muss eben aufpassen, es gibt doch nur genug Ärger. Komm her, Börschchen! Da! Au! Da! Au! Oh!
Ja, das sind die. Das ist mir jetzt gerade erstmal so eingefallen, gell? Ich kann die ja entwaffnen. Das heißt, dann haben die ja, wenn ich die Stadt angreife, haben die keine Waffen mehr. Das, im Prinzip kämpfen die dann nur noch mit Fäusten. Ist der Kopf noch dran? Oh, du hast einen merkwürdigen Kampfstil, Fremder. Tja, immerhin hast du mich damit besiegt. Egal, jetzt kann ich dir mal zeigen, was ein Dieb so alles kann. Das hätte ich dir vorher sagen können. Bring mir was über das Diebeshandwerk bei. Ich weiß, Mann, ich weiß. Kann dir doch egal sein. Ich weiß, Mann, ich weiß. Dazu bist du noch nicht bereit. Hat uns aha. Gut so. Nur weiter so. Dir fehlt es an der nötigen Erfahrung. Okay, schade. Dir fehlt es an der nötigen Erfahrung. Als ob ich nicht schon genug Probleme hätte. Aha, ich glaube, ich hab dir noch keiner aufs Maul gehauen, oder? Lass uns in der Arena kämpfen, Kleiner. Dann zeig mal, was du kannst! Komm her! Ich weiß nicht, ob... Leute, es gibt einen Kampf und es kommt noch schlimmer. Wollen wir noch mal was ausprobieren? Also ich mache das jetzt auch weiter in der Arena, weil das war das Einzige, was ich noch habe. Okay. Den haben wir auch. Einige Dinge. Ugo haben wir auch. Warum weckst du mich? Richtig, aber trotzdem geht. Du siehst so aus, als könntest du ein bisschen Prügel vertragen. Man muss eben aufpassen, was man so rum erzählt. Ist das dein Sklave da drüben? Ja, Marek hat mir den Burschen angedreht. Keine Ahnung, was ich mit dem Kerl soll. Du kannst ihn haben, wenn du willst. Ich setze ihn als Preisgeld für einen Kampf in der Arena. Ja. Steig mit mir in die Arena. Nichts lieber als das. Aufpassen, was man so rum erzählt. Möglich ist alles. Komm her, Bürschchen! Au! Oh, da! Au! Oh, au! Oh!
Da! Oh. Das gibt's doch gar nicht! Ich schlag mich gut in der Arena, oder? Ah, Frischfleisch. Am besten du erledigst das selbst. Was ist der Preis, wenn ich dich besiege? Wenn du mich schlägst, gebe ich dir 500 Goldmützen. Kämpfe mit mir. Also dann, wir sehen uns in der Arena. Das hätte ich doch besser wissen müssen. Dann zeig mal, was du drauf hast. Da! Es gibt einen Kampf! Da! Einige Probleme erledigen sich von selbst. Ich denk drüber nach. Am Ende werden sie dich dazu zwingen. Als ob ich nicht schon genug Probleme hätte. Am besten du hältst dich da raus. Ich würde das gar nicht beachten. Oh, du bist gut, Mann. Siehst gar nicht so aus, wenn du mich fragst. Mein Kampf. Hör bloß. Was ist mit deinem Preis? Du kannst meinen Sklaven mitnehmen. Ich habe eh keine richtige Verwendung für ihn. Ich weiß. Erzähl mir was über deinen Boss. Über Marik? Er hat eine Menge Probleme mit dem Sauhaufen hier. Aber er hat alles im Griff, soweit ich das beurteilen kann. Bist du mit deinem Boss zufrieden? Jo, Marik ist gut. So viele Freiheiten haben wir Söldner nirgendwo in Mittelland. Ja, das willst du hören. Das war doch noch nie anders. Der letzte Scheiß. Ach, nicht schlecht. Du hast mich glatt umgehauen, Mann. Ich würde das hier gar nicht. Hier ist dein Preisgeld. Erzähl mir was über Marik. Den Kerl würde ich gerne mal in der Arena besiegen. Die anderen halten alle ganz große Stücke auf ihn. Aber ich glaube, das ist alles nur Fassade. Marik hat mit Sicherheit nichts drauf. Da verwette ich meinen Arsch. Einige Probleme erledigen sich von selbst. Am besten du erledigst das selbst. Ja, klar. Du hast gut reden. Gut reden. Die erledigen sich von selbst. Der letzte Scheiß. Am besten du hältst dich. Wir werden es ja sehen. Ich hab damit kein Problem. Einige Probleme erledigen sich von selbst. Einige Probleme erledigen sich von selbst. Worauf wartest du dann noch? Hör bloß auf. Es ist schon schlimm genug, wie es ist. Der Scheiß. Wenn wir zu hart durchgreifen, haben wir bald keine Sklaven mehr. Ich weiß, Mann, ich weiß. Es gibt da noch ein anderes Problem. Der letzte Scheiß. So, läuft doch super hier, oder? Haben wir noch einen? Den haben wir, den haben wir, den haben wir, den haben wir. Die drei. Komm, Champion. Mann, was willst du? Mach dich bereit, großer Champion. Jetzt gibt's nur noch uns beide. Du willst mich tatsächlich herausfordern? Wie du willst. Jetzt bekommst du deine Packung. Der letzte Scheiß. Ach, hör doch auf. Komm her! Leute, es gibt... Am Ende werden sie dich dazu zwingen. Soho! Wow,
Du hast Ashton glatt aus den Latschen geprügelt. Das hat bisher noch keiner geschafft. Du solltest meinen Rat abgeben. Tja, was willst du hören? Es war doch noch nie anders. Perfekt, oder? Also ich finde es perfekt. So, dann holen wir uns mal unsere Belohnung ab. Mann, wir haben einen neuen Wer ist jetzt der Champion? Du Dreckskerl, hast mir alle Knochen gebrochen. Hör auf zu weinen, ich will mein Gold. Ja, ja, hier ist dein Preisgeld. Du hast da noch was vergessen. Ach, und die 500 Goldmünzen von mir dazu. Jetzt zufrieden? Ich pass auf dich auf. So, dann werden wir jetzt nochmal hier zum Kollegen runtergehen. Oder, genau, das machen wir in der nächsten Folge. Dann verabschiede ich mich erstmal hier und in der nächsten Folge geht es dann weiter. Da gucken wir mal, ob wir hier den Teleportstein finden von Monterra. Und es klappt schon mit der Gesundheit schon viel besser. Wenn ich die nächsten 25 Lernpunkte habe, werde ich mal gucken. Dann können wir ja wieder mal was reinstecken, dass ich 400 Leben habe. 10 haben wir schon wieder. Die nächste Stufe ist auch schon wieder gut dran. Das sieht gut aus, ja. Dann haben wir noch den Hof. Da können wir noch Zeug eintreiben. Wir sind die Söldner. Da müssen wir noch mal gucken. Ansonsten haben wir noch keine gescheiterte Mission. Das haben wir alles abgeschlossen. Jawohl. Alle? Das will ich nicht weiter dulden. Da stehen wir auf jeden Fall hoch im Kurs, muss man sagen. An derer 100, hier 90. Hier haben wir 80. Also an der Küste sind wir wohl bekannt. Hier haben wir, Monterra haben wir auch guten Ruf. Gotha müssen wir dann mal sehen. Okara, da müssen wir dann auch mal sehen. Ja, dann müssen wir Gotha befreien und ja. Mal gucken, ob ich das heute schaffe im Laufe des Tages. Haben wir noch ein bisschen Zeit. Dann macht's erstmal gut. Ciao, ciao.